Mein Name ist eben Olli Bender, ich bin ja Psychologe, ich bin Christ und irgendwie in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, bin ich das? Also schon, aber gibt es vielleicht auch noch mehr zu dem, wer ich bin und was mich ausmacht, was also meine Identität ist? Und genau das ist das Thema heute, weil ich finde es ein faszinierendes Thema. Und ich finde es so ein wichtiges Thema. Ich habe natürlich in der Vorbereitung einiges an Recherchen gemacht und ihr glaubt gar nicht, wie viele TED-Talks es gibt zu dem Thema Identität. Ja, also TED, das ist ja irgendwie so ganz, ganz hip. Da eben gibt es ganz tolle Vorträge zu wichtigen Themen, zu allen möglichen Themen. Und zu Identität, ich glaube, das ist das Hauptthema, wo dazu gesprochen wird. Wenn du bei YouTube Identität eingibst, findest du ganz, ganz viele Vorträge dazu. Und in den allermeisten Fällen erzählen eben Menschen davon, wie sie gemerkt haben, dass sie mehr sind als nur das, was sie tun. Und darüber wollen wir heute gemeinsam ein Stück nachdenken. Angestoßen ist dieses ganze Thema worden, auch bei mir, durch einen Bibelvers in Jeremia. Und zwar spricht da Gott zu Jeremia. Jeremia war damals ein junger Mann, geht davon aus, dass er so Teenager war, den Gott beruft, sein Prophet zu sein. Also Prophet bedeutet, er gibt eben das weiter, was Gott wichtig ist für sein Volk. Und Jeremia ist total unsicher. Ja, und sagt, hey, alle, ja, aber nicht ich. Und Gott antwortet darauf und sagt eben, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so stark und rein intellektuell, rein kognitiv vom Kopf her weiß ich ja auch, dass Gott mir das sagt. Aber wäre das nicht geil, wenn Gott dir das so verbal, persönlich sagen würde? Sagen würde, Daniel, ich habe dich schon gesehen, bevor du geboren worden bist. Ja, Richard, Reinhard, Isabella, Patricia, ich weiß nicht, wie ihr alle heißt. Ja, aber halt eben, das ist deine Identität. Wenn man sich jetzt mal das Ganze von der psychologischen Seite aus anschaut, das ist ja mein Hintergrund, deswegen darf ich da ein bisschen mehr drauf eingehen. Petzold sagt eben, dass Identität ist die einzigartige Persönlichkeitsstruktur eines Menschen, dass wer bin ich, ja, dass auf wen beziehe ich mich, wer bezieht sich auf mich, worüber definiere ich mich und was macht mich aus. Ja, und alles sind nicht so besonders einfache Fragen zu beantworten, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Frage hörst, wer bist du eigentlich, und ja, jetzt nicht beantworten, halt eben so die Klassiker, ist vielleicht gar nicht so einfach. Und auch dazu habe ich ein sehr, sehr erheiterndes Beispiel gefunden, was ich euch hier zeigen möchte. Ja, vielleicht hast du in deinem Leben auch schon mal so eine Identitätskrise erlebt. Ja, wer bin ich eigentlich? Der Gärtner. Ah, hilfreich. Ja, aber eben diese Frage beschäftigt uns und vielleicht mal andersrum betrachtet, was sind denn so die ersten Fragen, die du jemandem stellen würdest, den du unglaublich gern kennenlernen möchtest? Ja, vielleicht nach dem Namen ist die erste Frage, vor allem in Österreich, ist die allererste Frage, die man stellt, wo kommst denn du her? Ja, ich sag dann immer aus Wien und dann sagst du, na, wo kommst denn du ursprünglich her? Ja, weil in Österreich gilt das Motto, sag mir, wo du herkommst und ich sag dir, wer du bist. Ja, also aus welchem Tal kommst denn du? Ja, ich komme dann aus Wuppertal, das sage ich dann auch immer. Ja, in Tirol haben sie mich dann gefragt, ja, wo aus dem Wuppertal kommst du denn her? Ja, da, also irgendwie, und in Wien lächeln die Leute immer nicht, ah, Wuppertal, aha. Und du merkst irgendwie so ein Fragezeichen. Ja, weil kein Mensch weiß, wo Wuppertal ist. Also jeder hat es schon mal gehört, ja, die allerwenigsten wissen, wo das eigentlich ist. Und dann aufgrund von meinem etwas verstellten Dialekt glauben sie dann alle, ja, das sind Bayern, gell? Nein, nicht Bayern. Ja, also wo kommst du her? Ganz, ganz wichtig. Zweite Frage, was machst denn du? Ja, also ich bin jetzt gerade da. Nein, also als Job. Ja, so. Also was tust du? Was ist deine Profession? Ja, was machst du? Auch ganz wichtig. Und die dritte, alles entscheidende Frage ist natürlich, was ist denn dein Beziehungsstatus? Ja, also wenn du jemanden kennenlernen möchtest, dann vielleicht fangst gerade mit der Frage an. Ja, dann weißt du, ob es sich lohnt oder vielleicht auch nicht. Ja, also irgendwie, die Fragen sind so schnell abgegrast. Ja, es ist viel, viel sinnvoller, jemanden zu fragen, was eigentlich seine Leidenschaft ist oder ihre Leidenschaft, kommt man viel weiter. Ja. Aber eben ja, diese Frage nach Identität, wieder zurückzukommen zu den Psychologen, der Petzold sagt eben, es gibt 5 Säulen, die unsere Identität ausmachen. Und diese Säule, die erste Säule ist unsere Leiblichkeit, furchtbares Wort, bedeutet also dein Körper. Ja, wie siehst du aus? Ja, bist du Mann oder Frau?
Zweites Thema ist eben das soziale Netzwerk, also die Menschen, die ich kenne, mit wem bin ich befreundet, ja, wer kennt mich, wen kenne ich. Dritte Sache ist natürlich Arbeit und vor allen Dingen die Leistung auch dahinter. Was schaffe ich, was erreiche ich, wie gut bin ich. Dann eben meine materielle Sicherheit, mein Besitz, was habe ich. Ja, habe ich ein Haus, habe ich eine Wohnung, miete ich nur eine Wohnung, ja, dann ist schon wieder schwieriger. Und zuletzt halt eben ja, unsere Werte. Also was zeichnet uns aus, was ist für uns halt eben wirklich, wirklich wichtig. Und diese fünf Elemente zusammen, sagt er, ergeben halt eben dann unsere Identität, prägt unsere Identität und ist eben dafür die Grundlage. In unserer Gesellschaft und hauptsächlich eben auch in dieser Zeit von Social Media ist natürlich eines ganz, ganz wichtig, nämlich wie wir uns präsentieren. Ja, daher glaube ich, ist diese Frage nach Identität auch so noch zentraler geworden als vielleicht vor 50 Jahren, weil du dich so gut präsentieren kannst. Ja, vor 50 Jahren, da warst halt eben was in deinem Dorf, da hast jeden gekannt, jeder wusste, wer du bist, da bist halt eben der Sohn vom Sepp. Ja, und damit war das irgendwie völlig klar. Heute präsentiert man sich halt eben und zeigt sich auf Social Media. Und das ist aber irgendwie ziemlich gefährlich. Ja, am Samstag hat die Ilana mir eine kurze Nachricht geschickt und hat gesagt, hey, mach doch ein kurzes Video von dir für Instagram. Oder auf Deutsch Instagram. Ja, Instagram-Story, damit dann die Leute auch kommen, dass sie wissen, dass du preachst. Ja, und ich weiß nicht, hat irgendwer dieses Video gesehen? Okay, ein paar Leute, super, danke. Ja, es ist fantastisch, schaut es euch an. Ja, der Punkt ist, ihr wisst nicht, wie lange ich auf meiner Terrasse gestanden bin mit diesem blöden Handy in der Hand und Videos aufgenommen habe. Ja, ich bin dann da gestanden und so, hey, ICF. Ah, nein, das ist doof. Ja, wieder, hey. Und endlich hatte ich ein Video zusammen, habe gedacht, das passt. Schick das der Ilana und sag sie, hey, ja, schau mal, passt. Sie schreibt zurück, hey, super Text, aber was ist denn das da? Ja, und sie, seht ihr das Foto? Ja, sie umkringelt etwas unter meiner Nase. Also das ist der Unterschied, okay? Das bin wirklich ich, ja? Mit dem Popel in der Nase mache ich ein Instagram-Video. Ja, aber das sieht kein Mensch. Das sieht niemand. Und unsere Gesellschaft sagt dir, du bestimmst deine Identität. Die Botschaft ist, du entscheidest, wer du bist. Und ich glaube, dass das verdammt gefährlich ist, weil es nicht stimmt. Ja, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, ich habe zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere Schwester und ich liebe es, dazuzugehören. Ja, deswegen lerne ich auch Dialekte, weil ich eigentlich immer dazugehören möchte. Und das ist aber irgendwie so the story of my life, dass ich nie ganz dazugehöre. Ja, natürlich gehöre ich zu meinen Geschwistern, aber ich bin halt ein Junge. Ja, und ich wollte natürlich, als richtiger Junge, wollte ich immer mit Autos spielen. Meine Schwestern haben mit Barbies gespielt. Ja, und ich liebe meine Schwestern, aber damals habe ich sie gehasst, weil sie haben mich erpresst. Ja, sie haben gesagt, du kannst nur dann mit uns spielen, wenn du mit Barbies spielst. Ja, ich habe es den Barbies dann Jahre später heimgezahlt. Mit Böllern habe ich denen den Kopf abgerissen. Also das Resultat war Aggression. Ja, dann sind wir halt eben, als ich noch Kind war, sind wir in die USA gezogen. Und ich habe natürlich die Sprache gelernt und wollte Amerikaner sein. War ich aber nicht. Ja, die haben mich damals die deutsche Kartoffel bezeichnet. Ja, dann sind wir zurückgekommen und auf einmal war ich auch nicht mehr so ein richtiger Deutscher, sondern irgendwie ein Deutscher, der in Amerika gelebt hat und ihr habt dann so komische Sachen gesagt, wie du hast meine Gefühle verletzt und das versteht nun wirklich kein deutscher Junge. Ja. Und hab wieder nicht dazugehört. Und als Teenager war ich dann auch noch Außenseiter, weil ich Christ war. Ist auch nicht hilfreich. Ja, also es gab eine Phase in meinem Leben, da bin ich so von der Volksschule eben ins Gymnasium gegangen, da ist mir nicht gut gegangen. Ja, ich habe nicht gut ausgesehen, ja, Evidenz Nummer 1. Ich hatte keine Freunde, ich war in der Schule der Außenseiter, ja, mein in Anführungsstrichen bester Freund damals in der Klasse hat mir geschrieben, so, hey, es tut mir voll leid, dass ich mich mit den anderen über dich lustig mache, aber es hat 3 Jahre für mich gedauert, bis ich irgendwie in die coolen Clique reingekommen bin und das will ich nicht aufgeben, nur weil ich dich nett finde. Das waren meine Freunde.
Ja, ich war der Schlechteste in der Klasse. In Deutschland gibt es ja nicht nur Fünfer, also nicht nur Fetzen, sondern gibt es ja Sechser. Ja, und Französisch, das war dann irgendwie der Super-GAU, da hatte ich nicht nur Deutsch irgendwie nachzulernen und Englisch irgendwie mitzukommen und als Legastheniker dann auch noch Französisch. Ja, und es ist alles nicht gegangen. Und ich hatte einen glatten Sechser in Französisch auf dem Zeugnis. Ja, ich erinnere mich noch an eine Prüfung, da habe ich irgendwie so 3-4 Zeilen geschrieben und ich habe das zurückgekriegt mit einem riesigen Fragezeichen von meiner Lehrerin und einer 6 drunter. Ja, also mich über meine Leistung zu definieren, war schlicht und ergreifend nicht möglich. Ja, mein Besitz war auch irgendwie schwierig. Ich meine, als Teenager besitzt du sowieso nicht so viel. Und aber das, was man vielleicht hätte besitzen können, nämlich coole Klamotten, hatte ich natürlich auch nicht. Ja, weil meine Eltern es irgendwie nicht für nötig erhalten hatten, 70 Mark für eine coole Hose auszugeben. Ja, also war ich halt so der Geek, damals waren so Plateauschuhe total in Buffalos. Ja, ich hatte natürlich Plateauschuhe, aber keine Buffalos, nein. Ja, sondern immer die Aldi billig Nachmache oder vom Deichmann. Ja, also auch das hat nicht funktioniert und irgendwie bin ich meinen eigenen Werten auch nicht gerecht geworden. Also ich erinnere mich daran, wie ich nachts im Bett gelegen bin und geheult habe. Ja, weil ich wieder nicht gelernt hatte, weil ich einfach irgendwie faul war. Ja, wusste, dass der nächste Tag nicht gut sein wird. Ich habe mir permanent überlegt, wie viel Geld würde ich zahlen, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Und dann irgendwann kommt so dieser Gedanke auf, dass du denkst, eigentlich wäre es viel einfacher, wenn es vorbei wäre. Ja, das wäre doch irgendwie viel netter. Dann wäre ich beim Herrn und irgendwie wäre das vorbei. Und das war so der Punkt, wo ich echt am Boden war. Und meine Identität? Keine Ahnung. Ja, also Identität war ganz, ganz schwierig. Und irgendwie in der Vorbereitung habe ich dann gemerkt, das ist fast eine Parallele zu der Geschichte, wie Adam und Eva halt eben aus dem Paradies rausgeflogen sind. Ja, also Adam und Eva, ja, von Gott geschaffen, im Paradies, alles fantastisch. Und dann werden sie verführt halt eben von dieser Frucht zu essen. Und das war das Einzige, was sie nicht tun durften. Und aufgrund dessen mussten sie dann halt eben das Paradies verlassen. Und nachdem sie davon gegessen haben, heißt es eben in 1. Mose 3, dass ihnen die Augen aufgetan worden sind und sie gesehen haben, dass sie nackt waren. Und nackt ist immer so ein Bild, natürlich physisch nackt, aber eben auch emotional nackt. Und sie haben sich geschämt. Ja, Nacktheit ist ja etwas, also jeder von uns hat sicher schon mal geträumt, dass du nackt in die Schule gegangen bist, oder? Ja, und das ist halt eben so ein klassischer Traum von Scham, weil wir das nicht wollen und weil wir uns damit nicht nach außen zeigen wollen, wie wir wirklich sind, ungeschminkt, ohne eben irgendeinen Schutzmechanismus. Ja, und so kann man ja auch emotional nackt sein vor jemandem. Ja, und in dieser Nacktheit haben sie für sich der Lüge geglaubt, dass sie nicht okay sind. Weil sonst hätte es da nicht zu bedecken gegeben, oder? Sie haben angefangen zu glauben, dass sie nicht okay sind, dass irgendetwas fehlt. Ja, und sie haben sich eben aus irgendwelchen Blättern haben sie sich Klamotten genäht. Und als dann Gott eben am Abend durch den Garten gegangen ist, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, haben sie sich versteckt, weil sie sich geschämt haben. Und es ist interessant, dass auch die Psychologie davon ausgeht, dass Babys in einem sehr, sehr frühen Alter irgendwann die Lernerfahrung machen, dass sie nicht okay sind. Also speziell die Transaktionsanalyse, die von diesem Herrn gegründet worden ist, dem Eric Byrne, die sagt halt eben, ja, Babys erleben, dass irgendwann Mama und Papa halt nicht perfekt reagieren. Und anstatt sich zu überlegen, naja, Mama und Papa sind eben auch gestresst und die versuchen ja ihr Bestes. Und also so denkt halt ein Baby nicht, sondern ein Baby denkt sich, ich bin nicht okay. Und dieses Gefühl von ich bin nicht okay, ich bin nicht genug, versuchen wir dann unser Leben lang irgendwie auszugleichen. Ja, dieses tiefe Loch versuchen wir auszugleichen und das prägt halt eben auch ganz massiv unsere Identität. Und wir versuchen das auszugleichen durch Perfektion, durch Erfolg, dadurch, dass jeder uns mag, dadurch, dass wir unglaublich schnell sind oder auch dadurch, dass wir so stark sind und niemanden brauchen. Aber all das ist eigentlich halt eben aus einer Angst herausgeboren. Aus der Angst, eben nicht genug zu sein. Und so war es bei mir auch. Ich hatte das Gefühl, also auf allen Ebenen hatte ich Angst. Ja, und habe verzweifelt versucht, irgendwie Anschluss zu finden.
Ja, und dann macht man halt eben bestimmte Dinge mit, die man vielleicht sonst nicht mitgemacht hätte. Ja, und das war irgendwie eine ganz schwierige Phase. Und meine einzige Rettung war eigentlich, dass ich in der Kirche halt begriffen habe, dass es darüber hinaus, auch über das, was die Psychologie uns sagt, noch einen anderen Anker gibt. Und dieser Anker ist nicht geboren aus Angst, sondern aus Liebe. Ja, in der Bibel steht, die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe treibt die Angst aus. Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, sondern das Gegenteil von Angst ist Liebe. Und ich merke immer mehr, dass unsere Identität kann von zwei Quellen gespeist werden. Nämlich von Angst. Angst, nicht genug zu sein, Angst, nicht zu genügen, nicht perfekt genug zu sein, dass die Leute mich nicht mögen könnten, dass ich zu schwach bin, dass ich zu langsam bin, oder dass wir checken, dass die Liebe von Jesus zu uns, durch das, was er getan hat, dass das eigentlich die Quelle unserer Identität ist. Und ich habe vorhin ja gesagt, dass unsere Welt, die sagt uns, du bestimmst deine Identität. Und die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass wir halt eben auf einmal anfangen, Dinge, die eigentlich wir tun, als uns selbst zu sehen. Deswegen ist das auch so schwierig mit Sexualität. Hast du schon mal nachgedacht? Es ist ja sehr, sehr unpopulär zu sagen, Homosexualität, ja, da glauben wir nicht dran. Ja, und der Punkt, warum Menschen darauf so, so sensibel reagieren, ist, weil sie nicht sagen, ja, also ich verhalte mich halt homosexuell, sondern sie sagen, ich bin homosexuell. Ich bin heterosexuell. Ich bin das. Und das, glaube ich, ist eine Lüge, die der Teufel geschafft hat, in unsere Köpfe einzupflanzen, die so tief sitzt und die so gefährlich ist, weil die Bibel sagt, du kannst nichts tun, ja, was die Beziehung zum Vater, zu Gott halt eben in Frage stellt. Ja, weil seine Liebe zu uns steht. Völlig egal, was wir tun. Und wir fangen aber an, das, was wir tun, als unser Selbst zu identifizieren. Ja, wir sagen, all das, was ich erlebt habe, das hat mich zu der Person gemacht, die ich bin. Und das stimmt ja auch. Ja, und dann sagen wir aber no regrets. Ich darf nichts bereuen. Und das ist eine Tragödie. Weil wenn ich nichts bereue, dann darf ich auch nirgendwo sagen, das war eigentlich ein Schatz. Entschuldigung. Ja, da bin ich voll in die Kacke getreten. Und ja, das ist passiert und nein, ich werde mich davon nicht definieren lassen, aber das war ein Fehler und weil das ein Fehler war, lerne ich daraus. Ja, no regrets heißt, na, das war ja auch wichtig. Ja, und das würde ich wieder so machen, weil sonst wäre ich ja heute nicht die Person, die ich wäre. Und Gott sagt, du bist mein Kind. Ich liebe dich und du bist mein Kind. Und ein Mensch, der mich sehr, sehr inspiriert, der offensichtlich durch einen ähnlichen Prozess gegangen ist, ist Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war ein Christ in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus. Und er hat die Gegenbewegung der Christen gegen Hitler angeführt. Und er liest seine Geschichte, sie ist faszinierend, aber am Ende wird er doch ins KZ gesteckt und kurz bevor eben dieses KZ befreit wird von den Alliierten, wird er dort umgebracht. Und in diesem KZ hat er ein Gedicht geschrieben mit der Frage, wer bin ich? Römer 8 sagt, was kann ich noch dazu sagen, wenn Gott für mich ist, wenn Gott für uns ist, wer kann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken. Wenn du in der Bibel Identität eingibst oder in der Konkordanz, dann findest du genau 0 Stellen. Ja, es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo das Wort Identität vorkommt. Trotzdem sagt die Bibel ganz, ganz viel darüber, wer du bist. Du bist Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. Du bist ein Freund von Jesus. Du bist ein Miterbe von Jesus. Du bist ein Tempel, eine Wohnung Gottes. Du bist ein Glied am Leib, am Körper Jesu, was eben auch die Gemeinde beschreibt, die Kirche. Du bist eine neue Kreatur. Du bist versöhnt mit Gott. Du bist Gottes Werk. Du bist heilig und gerecht vor Gott. Du bist ein Bürger des Himmels. Du bist Auserwählter Gottes, heilig und geliebt.
Du bist ein Kind des Lichtes und nicht der Finsternis. Du bist ein Kind Gottes. Und als die Jünger Jesus fragen, wie sollen wir beten? Herr, zeig uns zu beten. Dann bringt Jesus ihnen das Vaterunser bei. Und habt ihr jemals darüber nachgedacht, was das erste Wort im Vaterunser ist? Vater. Mich hat das so bewegt, weil da könnte genauso gut Herr stehen. Oder Gott, König, Retter. Aber Jesus sagt, Vater ist das erste Wort. Und in diesem Wort Vater ist deklariert, definiert, dass du Kind bist. Dass du nicht einfach irgendwer bist, sondern dass du Kind bist. Und es gibt so viele Beispiele, wo die Kinder zu ihren Vätern oder zu ihren Eltern kommen. Das sind wichtige Menschen und die Kinder haben immer Platz. Und so ist es bei Gott auch. Und ich möchte dich ermutigen dazu, die Frage umzudrehen und eben nicht zu sagen, ich bin nur dann genug, wenn andere mir sagen, dass ich genug bin, sondern zu sagen, ich bin genug, weil er sagt, dass ich sein bin. Ich bin genug, weil Jesus sagt, dass ich sein bin. Und diese fünf Bereiche vom Petzold, wer bin ich? Ich bin Kind Gottes. Auf wen beziehe ich mich? Ich beziehe mich auf Jesus. Wer bezieht sich auf mich? Jesus hat sich auf mich bezogen, weil er für mich gestorben ist. Worüber definiere ich mich? Ich definiere mich eben darüber, was er für mich gezahlt hat, nämlich alles. Er ist gestorben und auferstanden am Kreuz. Und was macht mich aus? Seine Bestimmung für mein Leben. Und wisst ihr, als es mir damals so schlecht ging und ich darüber nachgedacht habe, dass es eigentlich einfacher wäre, aufzugeben, hat es eine Predigt gegeben bei uns in der Kirche zu einem sehr ähnlichen Thema. Und ich werde nie vergessen, wie Gott in dieser Predigt zu mir gesprochen hat durch diesen Prediger. Und zwar hat er gesagt, weißt du, ich glaube, dass Jesus sagen würde, wenn du der einzige Sünder auf dieser Welt wärst, wenn alle anderen Menschen perfekt gewesen wären, wenn keiner gesündigt hätte, ich wäre für dich ans Kreuz gegangen. Ja, er ist auch für alle anderen ans Kreuz gegangen, aber er ist für dich ans Kreuz gegangen und für mich. Und das treibt mir die Tränen in die Augen. Weil das ist doch der Preis, den niemand sonst für uns hätte jemals zahlen können. Und das tut Gott. Gott sagt, du bist dieses eine Schaf. Ja, er sagt, und wenn ein Schaf wegrennt, ich lasse die 99 zurück und gehe das eine Schaf suchen. Ja, und ich glaube, wir müssen diese Botschaft manchmal nicht nur hier hören, ja, sondern hier. Und die Frage heute Morgen ist doch wirklich die, von was willst du deine Identität bestimmen lassen? Von der Angst, die dich schon dein Leben lang treibt. Ja, von der Angst, dass du nicht okay bist, dass irgendwas fehlt, dass du immer noch mehr tun musst, noch besser sein musst, noch schneller sein müsstest, noch stärker sein müsstest und dass du aber immer wieder merkst, es reicht nicht. Am Ende des Tages, irgendwie reicht es nicht. Und das zeigen wir nicht auf Social Media. Nein. Nach außen hin sieht dein Leben perfekt aus. Aber wie geht es dir in den Momenten, wo du allein in deinem Bett liegst und nicht betrunken bist? Ja, und auch nicht sofort einschläfst, sondern ja, wo du über das nachdenkst, was eigentlich dein Leben ausmacht. Wenn du eben über diese Frage nachdenkst, wer bist du? Und vielleicht ist es ein guter erster Schritt, um diese Frage, wer bin ich, zu beantworten, sich erstmal zu fragen, wer bist du eigentlich, Gott? Wer ist dieser Gott, der all das für mich getan hat und bereit wäre, es alles wieder zu tun, nur um mit dir eben in Beziehung zu treten und weil er dich so sehr liebt? Und das ist eine Frage, wo du hier ganz, ganz viele Antworten drauf finden wirst. Ich möchte zum Abschluss, dass wir gemeinsam beten und mag euch einladen, dazu aufzustehen.
Vater Gott, Jesus, wir stehen vor dir aus Ehrerbietung und aus Dankbarkeit. Vater, weil du deinen Sohn gesandt hast. Jesus, danke, dass du für uns alles gegeben hast, weil du uns so sehr liebst. Und danke, dass du alles gegeben hast für mich, weil du mich so sehr liebst. Jesus, und dass unsere Identität eine aus Liebe gespeiste, getränkte, überfließende Identität in dir sein darf, mit all den Geschichten und all den Hintergründen, die wir erlebt haben, die uns prägen, aber die nicht der Kern sind. Jesus, danke, dass du Leben und Hoffnung und Liebe hineinsprichst, gerade in diesem Moment, in unsere Herzen, in mein Herz. Und ich bete, dass wir hier verändert rausgehen. Und dass diese neue Identität, diese Gewissheit, diese Stabilität, diese Liebe dazu auch führt, dass wir sie weitergeben können und dass wir einfach das Licht und das Salz der Welt sind.